Hallöchen. So, dieses Video mache ich für jemanden, der da arge Probleme hat. Aber vielleicht kann das auch einer von euch noch gebrauchen. Ich mache das Video jetzt hier zum 10. Mal neu. Da gab es so viele Probleme und so weiter. Ich hatte eben wieder ein Problem mit den ganzen Hin und Her, mit den ganzen Sachen auf dem Bildschirm. Es geht um so ein Drucker-Mainboard. Das ist ein Atmega 2560. Das ist hier ein GITECH GT2560 Revision A. Mainboard 8-Bit. Und das möchte er gerne flashen. Mit Marlin 1.9, glaube ich. 2.0 müsste auch noch drauf gehen. Das ist aber ein bisschen komplizierter. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Nur wie man hier den Bootloader drauf kriegt, damit man dieses Board über USB flashen kann. Darum geht es heute, dass ich hier einen Bootloader drauf kriege. Hier ist jetzt einer drauf. Ist aber egal, den kann ich ja trotzdem drauf machen. So, für dich nochmal am Rande, Bernd. Du siehst, ich habe hier eine Brücke drüber gelötet, weil mir der nämlich auch kaputt gegangen ist. So wie bei dir. Nur als Info auch für andere. Hier kann man eine Brücke stecken. Dann ist dieser Linearregler aktiv. Das hat den Hintergrund, wenn das Board an 24 Volt angeschlossen ist und dieser Linearregler mit der Brücke aktiv ist, könnt ihr 12 Volt Lüfter verwenden. Aber nur da 12 Volt. Alles andere ist 24 Volt, bis auf die Motoren, die werden über Strom gesteuert. Da ist die Spannung egal, die Treiber können bis 32 Volt ab. Wenn du auf 12 Volt bist, brauchst du die Brücke nicht. Dann brauchst du das hier auch nicht. Hier könnten kommen 12 Volt raus. Man sieht schon, es hat ein bisschen gelitten. So, das ist das Einzige, was du noch beachten musst. Und für den Bootloader, da brauchen wir ja jetzt das Board, ist klar. Und ein ISP-Programmer. Da gibt es verschiedene. Man kann welche kaufen, man kann sich aber auch mit so einem Arduino behelfen. Das ist ein Arduino Nano in dem Falle. Müsste ein Nano sein oder ein Mini oder was auch immer, ich weiß es nicht. Gibt so viele kleine Dinge, wo ich nicht weiß. Das hier ist aber Referenz zu Arduino Uno. Das ist nämlich der gleiche Chip drauf, der 328P. Nur hat der hier noch, glaube ich, 2 oder 4 analoge Eingänge mehr, der kleine hier, als der Uno. Aber ihr könnt so ziemlich jeden Arduino benutzen. Und den werden wir jetzt als ISP-Programmer programmieren. Also flashen. Das ist sehr simpel. Einfach USB-Kabel anschließen. Treiber solltet ihr installiert haben. Hoffe ich doch. In dem Fall ist das hier der CH340G, der hier drauf hängt. Müsst ihr dann gucken, wo ihr die Treiber herkriegt für euer Arduino, wo auch immer ihr den gekauft habt. Die Arduino IDE bietet zwar schon Treiber an, aber nur für die Original-Hardware. Wenn ihr die aus China holt, habt ihr da teilweise andere, bisschen andere Hardware drauf und dann braucht ihr andere Treiber. Aber die sind sehr simpel und einfach im Internet zu finden. So, jetzt wechseln wir auf den PC und dann flashen wir den kleinen hier mal als ISP-Programmer. So, jetzt sind wir hier auf dem Monitor. Ich habe das hier ein bisschen größer gemacht. So, die Arduino IDE ist die aktuelle. Und dann wählen wir uns aus. Ich habe das schon gemacht, den Arduino Nano. Atmega 328P. Bei mir hängt er auf COM 3. Programmer ist AVR ISP MK2. Dann gehen wir einfach in die Beispiele. Das liefert nämlich die Arduino IDE mit. Ihr braucht nirgendwo googeln, wo ihr das findet. Das gibt es auch auf der Seite von Arduino. Aber das gibt es hier auch in der Beispiele. Arduino ISP. Das öffnet ihr einfach. Ihr müsst hier nichts ändern, gar nichts dran machen. Und das einfach hochladen. So. Dann lädt er das hoch. Achso, für viele, die jetzt diese Ausgabe auch sehen wollen und wissen wollen, wo diese Sachen hier zu sehen sind, weil die seht ihr in der Standardeinstellung nicht. Einfach unter Datei, Voreinstellung und dann macht ihr hier einfach Kompilieren und Hochladen Häkchen rein. Dann seht ihr hier, wie ihr das kompiliert. Wenn da Fehler auftreten, wird er das anmeckern.
Und beim Hochladen, dann seht ihr auch, was er tut. Dann könnt ihr das hier auch sehen, dass er das erst den Controller gelesen hat, dann geschrieben hat und nochmal gelesen, ob das so wirklich drauf ist. Dann ist im Fehlerfall, kann man das dann besser sehen, weil das hat der Bernd nämlich auch. Er sagt, der lädt hoch, dann dauert das eine Weile und dann kommt fehlgeschlagen. Aber man weiß nicht wo, aber ich weiß ungefähr, wo das Fehler hängt, und zwar beim Programmieren. Das ist für die Fehlerbehebung ist das hier wirklich ausschlaggebend, wenn man das hier sehen kann. Darum sich das einstellen. Dann können wir das hier zumachen, der ist ja jetzt so programmiert. Dann brauchen wir noch eine Übersicht, wie wir das aufs Board machen. Und das, da kommen wir jetzt gleich zu. Da mache ich jetzt das einmal so, einmal das Bild an. Ich schiebe das mal nach hier oben und versuche das ein bisschen so ins Bild zu kriegen, dass ihr das auch sehen könnt. Das mache ich mal groß, mache mal einen Zoom. Und dann könnt ihr das theoretisch sehen. So, und ich sehe es ja jetzt auch nebenbei. Also können wir den wieder abziehen, weil es wäre nicht so schön, wenn ihr da Spannung drauf habt. Ja, ich versuche das so. Achso, Jumperkabel braucht ihr natürlich auch. So. Wie ihr schon sehen könnt auf dem Bild, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Bei mir ist er so rum. Da gibt es bei manchen Boards, da sind diese Wannstecker andersrum. Da ist die Aussparung auf der anderen Seite. Das irritiert manchmal. Ich muss das Board so nehmen. Pin 10 ist hier angegeben oben. Wäre bei mir jetzt, theoretisch, wenn ich es umdrehe, da oben die Ecke. Ne, machen wir da. Hier oben die Ecke. Wenn ich das so rumdrehe. Ist aber verkehrt. Bei mir ist es so rum. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Also ich habe jetzt hier die Aussparung auf der Seite. Genau andersrum wie auf dem Bild. Und Pin 10 ist der hier oben. Bei mir. Das weiß ich, weil Pin 2 ist hier unten. Das ist Ground. Kann man ja sehen. Das ist Ground. Der ist hier unten. Und wenn ich das Board umdrehe und den Pin anschaue. Versuche es so in die Ecke zu halten, dass ihr es sehen könnt. Ist da Pin 2. Und der sitzt auf Masse. So kann man das auch ein bisschen verifizieren. Da schließen wir jetzt einfach die Kabel an. Ich weiß schon ungefähr, wie ich das hier machen muss. So, ich habe das jetzt hier angeschlossen, so nach dem Bild. Gib da Saft drauf. Und hier blinkt es schon. So. Gehen wir da mal wieder weg. Jetzt gehen wir hier wieder hin und machen das genau andersrum hier. Und zwar den bisschen kleiner und den bisschen größer. Und da gehe ich jetzt mal auf die LED und das hier schiebe ich mir so hin, dass ihr das auch ein bisschen sehen könnt. Machen wir das mal so. Schiebe ich mal ein bisschen mehr in die Mitte. Und jetzt haben wir hier den Arduino als ISP programmiert, haben ihn angeschlossen nach dem Bild hier. Und jetzt werden wir da den Bootloader drauf machen. Und da bin ich nämlich drüber gestolpert und das ging damals, ging es noch, jetzt geht es nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie da geändert haben. Da wählen wir uns aus, unter Werkzeuge, den Arduino Mega, OR Mega 2560. Als Prozessor den Atmega 2560. Als Port ist immer noch der COM3. Und als Programmer nehmen wir jetzt den Arduino SISP. Wichtig ist,
Ich muss mal selber gucken. Ihr müsst den kleinen hier mit USB verbinden. Nicht das große Board, den kleinen. So. Und dann gehen wir auf Werkzeuge. Ich mache das mal wieder weg. Und sagen Bootloader brennen. Ich mache hier nochmal einmal groß, ein bisschen groß. Bootloader brennen. Und dann sollte er den Bootloader gebrannt kriegen. Es dauert eine Weile. Er hat ihn verifiziert. Jetzt gucke ich nochmal nach. Da kommt 3 Atmega 2560. Gucken wir mal, EEPROM ist klar. Größe Flash ist klar. Ist auch klar. Device Signature ist auch richtig. M2560. Alles richtig. Und dann tut er ihn auch programmieren. Er liest ihn, er schreibt ihn, er liest ihn nochmal, er schreibt ihn nochmal, er liest ihn nochmal. Und jetzt ist der Bootloader drauf. Und jetzt sollte man sehen, dass er da wie wild blinkt. Ich mach's mal groß. So. Jetzt können wir den kleinen abziehen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Den müssen wir auch abziehen. Dann brauchen wir das USB-Kabel für das Board hier, für den Arduino in dem Sinne. Bei mir ist es eben das Kabel, das ist ein anderes. Je nachdem, was ihr für ein Board habt mit einem Anschluss, müsst ihr gucken. Und dann schließen wir das an. Und wir sehen es immer noch blinken. Ich packe das wieder so hin, dass man das in der Ecke sehen kann, dass er blinkt. So, jetzt gehen wir hier wieder in die Arduino. Dann machen wir einen Test und gucken, ob das auch wirklich hingehauen hat mit dem Bootloader, ob der auch wirklich sich programmieren lässt. Hier unter Werkzeuge haben wir wieder den 2560, haben wir ja noch drin. Als Port habe ich jetzt hier COM4. Ihr werdet sicherlich auch einen neuen COM-Port kriegen. Und als Programmer nehmen wir den AVR ISP MK2. Das ist wichtig. Den müssen wir haben. So. Dann suchen wir uns aus den Beispielen das Blink raus. Da, Basic Blink. Dann können wir hier vielleicht noch die Zeiten ändern. Ich mache das mal so, dass man das vielleicht auch ein bisschen besser sieht. 500 Millisekunden an und nur 100 Millisekunden aus. Da sollte er dann relativ schnell blinken. Nee, das ist doof. Dann macht er das ja genau wie jetzt. So, eine Sekunde aus und 2 Sekunden an. Machen wir es so. Gucken nochmal unten. Arduino Mega ist richtig auf COM4 und machen ein Hochladen. Und er hat es geschrieben und jetzt sollte er 2 Sekunden an und 2 Sekunden aus sein. Ich gucke mal selber hier nach. 2 Sekunden an, 1 Sekunde aus. Es hat funktioniert. Mehr kann ich eigentlich nicht machen. Ich kann nur noch mal gucken, ob er das auch so macht. Mit wie viel hat er? 1 Sekunde, 100 Millisekunden an, 500 Millisekunden aus. Zum Beispiel. Kann ich auch noch mal hochladen machen. Und das funktioniert. Jetzt habt ihr den Bootloader drauf. So geht das ganz einfach. Wenn ihr das jetzt so macht, wie ich das vorher gemacht habe, da zeige ich euch jetzt auch noch mal. Da habt ihr ja auch den, da werdet ihr auch den kleinen hier. Ups. Mach mal hier noch mal klein.
Da habt ihr ja auch diesen kleinen, den programmiert ihr auch als ISP, so wie eben gezeigt. Schließt ihn auch wieder an. Ich mache das jetzt mal eben schnell. So. Ich mache das mal jetzt hier wieder ein bisschen kleiner, damit ihr das sehen könnt. Es gibt noch einen anderen Weg. Früher hatte der funktioniert. Der funktioniert jetzt nicht mehr. Ihr habt jetzt, wie gesagt, ihr habt den Kleinen als ISP-Programmer gemacht und habt den angeschlossen. Dann gab es die Möglichkeit, das hier auch so auszuwählen. Müsst ihr auch wieder auswählen. Arduino Mega 2560, Port wieder den von dem Kleinen. Diesmal aber nicht Bootloader brennen. Dann nehmen wir auch den SISP. Aber nicht Bootloader brennen, sondern da gab es den anderen Weg. Man sucht sich da die Beispiele, das Blink raus. Und geht über Sketch hochladen mit Programmer. So funktioniert das zumindest mit dem USB-ASP, den ich habe. Und nicht mit dem Arduino. Mit dem Arduino klappt das nämlich nicht. Mit dem USB-ASP, den ich noch habe, habe ich es jetzt nicht ausprobiert. Aber ihr solltet jetzt sehen können, wenn ich jetzt immer raufzoome, er blinkt. Normalerweise habe ich jetzt Blink über den ISP-Programmer auf den Arduino Mega hochgeladen mit dem Bootloader. Ich lasse mal Blink offen. Gehen wir mal wieder zurück. Ich ziehe den jetzt hier ab, den kleinen. Schließe den großen halt wieder an. Ich zoome auch noch mal drauf. Es macht jetzt aber eigentlich nichts. So, ich habe jetzt hier einen Schnitt machen müssen. Ich hatte einen kleinen Fehler gemacht. Eben gerade, deswegen mache ich das gerade neu, den kleinen Part. Ich habe ja den Blink-Sketch, den hatte ich ja eben über Hochladen mit Programmer gemacht. Hat er ja auch hingehauen und jetzt blinkt er ja eine Sekunde an, eine Sekunde aus. Und normalerweise habe ich jetzt so auch den Bootloader mit hochgeladen. Jetzt müsste es theoretisch funktionieren, wenn ich hier auswähle Arduino Mega, wieder 2560. Port ist jetzt Comfy. Ich habe ihn jetzt mit dem großen USB angeschlossen. Ja, der ist jetzt selber angeschlossen. Und normalerweise müsste ich jetzt es schaffen, wenn ich hier wieder auf eine 100 Millisekunden und den auf 500 Millisekunden setze, das hochzuladen. Dann gucke ich nochmal. Port 4 ist richtig. Admega ist auch richtig, ist auch richtig. Und jetzt muss ich ja wieder AVR ISP MK2 auswählen. Und wenn ich jetzt auf Hochladen gehe, kompiliert er. Und es dauert, weil er jetzt Fehler anzeigt. So. Und darum solltest auch du oder alle anderen eigentlich, wenn ihr mit der Arduino IDE arbeitet, bei jedem Programm, bei jedem Projekt, was ihr macht, euch hier irgendwie das Kompilieren und Hochladen mit reinmachen, dass ihr das sehen könnt, wo der Fehler ist. Er zeigt hier nur an, es ist ein Fehler aufgetreten, wird er gleich kommen, und ihr seht nicht wo. Er wird zwar sagen, es ist beim Kompilieren Fehler aufgetreten, ihr wisst aber nicht wo im Kompilieren. Dann wird er hier, wenn ihr euch das anzeigen lasst, könnt ihr dann sehen, in welcher Zeile, wo ist es Haken stehen geblieben, wo hat er den Fehler. Auch genauso beim Hochladen hat er jetzt hier einen Fehler, dass er ein Timeout kriegt. Er kann nicht mit dem Arduino Mega jetzt hier kommunizieren.
Und jetzt kann man auch sehen, was der Fehler ist. Sonst seht ihr hier nur wirklich beim Hochlandesketch ist ein Fehler aufgetreten. Aber anscheinend scheint der Bootloader ja nicht der richtige zu sein. Warum auch immer. Er macht ja Fehler. Und jetzt müsste ich mir, um das Board wieder zum Laufen zu kriegen, wieder den Client anschließen, den Bootloader hochladen, also Bootloader brennen. Dann kann ich das Board wieder benutzen für meinen Drucker, den ich mir mal zusammenbauen will, wo ich einen Dual-Extruder habe, also wo ich zwei Extruder dran betreibe, weil das Board kann das. Das, was ich jetzt im Drucker habe, ist ein 32-Bit-Board, da kann ich leider nur einen Extruder dran benutzen. Naja gut, soweit soll es das gewesen sein. Es ist auch ziemlich lang geworden, das Video, das ist egal. Aber für Bernd, der weiß jetzt, wie das funktioniert, und für andere, die eventuell das auch wissen möchten, wie das funktioniert, jetzt funktioniert. Es hat mich hier viel Zeit gekostet, das rauszufinden, warum das nicht mehr funktioniert. Vielleicht ist es hilfreich. Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, ihr könnt was mit anfangen. Bernd, hoffe ich, du kriegst das auch hin. Und jo, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.